Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nexomon. Heute geht die Geschichte weiter mit Khan. Was ist mit ihr schon wieder los? Ich bin ein schrecklicher Entdecker. Hä? Warum? Warum sucht ihr nach der Marco-Frau? Marco-Frau? Sie ist in Gefahr. Der Nexolord sucht nach ihr. Khan weiß. Marco beschützt sie in dem großen Baum der Ventra hinter Khan. Aber nicht mehr. Kein Schutz mehr. Was meinst du? Nexolord weiß, weil die Kinder. Nexolord kommt bald. Gut, wir müssen Margo erreichen, bevor es zu spät ist. Ich hole Margo Frau. Ihr bleibt. Wir können uns um uns selbst kümmern. Ihr bleibt. Oha. Der ist ja jetzt schon sauer. Okay, lass uns jetzt gehen. Hä? Warum? Lol. Jungs, warum geht ihr jetzt schon rein? Naja, so typisch. Wow. Liegt es an mir oder machen diese Proportionen absolut keinen Sinn? Komm schon, wir müssen Dr. Margo so schnell wie möglich finden. Ellie braucht uns. Alles klar, dann gehen wir da hoch. Bup, 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 bup. Zack, zack, zack. Und rein da und aus der anderen Seite wieder raus. Und dann da runter und dann da lang und dann hier hoch. Bup, 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 bup. Ich denke mal, bis zur Baumkrone, oder? Bis zur Baumkrone, oder? Ich weiß nicht. Sieht so aus, ja. Bis zur Baumkrone. Tup, 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 tup. Oha! Ein Triflap. Triflap. Angriff. Ah, ne. Luberg. Angriff. Oha, stimmt ja, unser mächtiger Nexomon ist ja Fujikato. Butikato. Ah, da jetzt zum nächsten Baum? Hä? Okay, da hoch. Mann, ich wollte da hoch. Wer ist das denn? Parpae. Parpae. Okay, den schnappen wir uns. Parpae. Sieht aus wie so ein Papagei. Nexotrap. Erfolg. So, wir haben Parpae. Noch ein neuer in die Box. In die Box. 16 Minuten haben wir noch. Und hoch da. Und dann ist hier nach links. Um der Ecke. Hey, Dena. Hm? Ja? Wer ist diese Ventra eigentlich? Oh, richtig. Ventra ist ein mystisches Nexomon. Die Legende besagt, dass der König der Nexomon Omnicron 7 Kinder hatte. Ventra vom Wind, Fona des Feuers, Gründer von der Erde und so weiter. Ihr Vater Omnicron hat die Vernichtung der Menschheit angeordnet und so haben die 7 Mythen einen Krieg angezettelt.
bis der legendäre Nexomon-Master Ulsar jenen der Mythen besiegt für immer besiegt hat. Man sagt, dass dies der Baum ist, an dem Ulsar Ventra überwältigt hat. Mhm. Und was ist mit Omikron passiert? Ulsar und Omikron hatten einen finalen Kampf. Und es war klar, dass Meister Ulsar gewann. So hat er die Welt gerettet. Er wurde der allererste Nexolord in der Geschichte. Ordentlich. Dieser Ulsar-Typ war wirklich jemand Großes. Alles klar, die Pause ist vorbei. Lass uns weitergehen. Mhm. Okay. Oh, ne, komm. Geh. Erdbeben. Erdbeben auf dem Baum ist immer gut. Staub. Friesstaub. So. Und hier ist nix. Ah, da ist nach oben. Da wird halt jetzt nicht gerechnet. Okay, da landen wir und wir gehen weiter nach oben oder links. Bin mir nicht sicher. Nee? Ah, nach oben. Ach, immer diese Pflanzen. Okay, ich sollte endlich mal meinen Nexomon, der an erster Stelle ist, mal wiederbeleben. Einen kleinen kurzen Moment, Tas. Nein. Top-Wiederbeleber? Ja. Genau. Und dann noch kleine Heilung. Wird, denke ich, mal reichen. Zack. So. Dann kann ich mein Feuer-Pokémon, Nexomon wieder einsetzen. Sorry, nicht Pokémon. Okay, Flambierung. Nice. Sehr effektiv. Hört man überhaupt nicht, ne, dass ich erkältet bin? Überhaupt nicht. Okay, da jetzt rein. Jetzt weiter nach oben. Oh, wir sind da. Oha, das. Sie. Oh, hallo nochmal. Ist eine Weile her. Ja, das ist schon ziemlich eine Weile her. Was willst du überhaupt? Mir geht es übrigens gut. Mhm. Will keiner wissen, ob es dir gut geht. Auf Seremos nicht so viel. Was hast du denn mit Merz, hä? Freut euch. Zumindest habe ich eine großartige Laune heute. Nicht nur, dass ich die Wissenschaftler fangen werde. Ich werde euch noch zwei große Plagegeister los. Das wird nicht so leicht, wie du denkst. Worauf stoffst du denn, du Fiesling? Du täuscht Kahn nicht. Was? Du bist kein richtiger Mensch. Kein Mensch. Kein Mensch. Oh, gut. Von einem spirituellen Aufseher wie dir hätte ich nicht weniger erwartet, Kahn. Ich tue das normalerweise nicht. Ich auch nicht. Hier ist ein freundlicher Hinweis, Kind. Rutsche aus Angst nicht den Baum herunter. Was für ein Baum? Und wo rutschen? Oha! Alter Schwede. Ventra! Sollte dieses Ding nicht tot sein? Dina! Ich verstehe das nicht. Das kann doch nicht passieren. Oh, sieht man doch. Sie ist ein Nexomon. Oha.
von Ursas Ketten befreit. Das zweite Kind von Omikron ist wiedergeboren. Ich bin die Ventra des Sturms. Mhm. Halte ein und knie nieder, du schmutzige irdische Ratte. Denn ich bin die Kaiserin des Himmels. Mhm. Ich bin gespannt. Renn, Kind! Khan hält die mächtige Welt auf! Ich werde diese Welt noch einmal von Ursas Brüdern befreien. Mhm. Aber was werden wir tun? Es gibt keinen Weg, wie wir dieses Ding überholen können. Wir können es nur bekämpfen. Wir müssen gewinnen. Ich bin gespannt, welches Level sie hat. Ich hoffe nicht 100. Du teilst Ursas große Dummheit, mein Kind. Und nun wirst du sein Schicksal auch teilen. Als ob sie überhaupt gelevelt hat. Lass uns loslegen. Oha, dann let's go. Ich hoffe nicht zu hoch, das Level. Und sonst muss ich... Level ist unbekannt. Ach, so viel Leben hat sie. Ja, dann flambieren wir eine Runde. Ah, wenigstens kann ich ihr Schaden machen. Das ist gut. Und wie viel macht das? 181, okay. Nehmen dann das andere wieder. Wind ist ja empfindlich gegen Feuer, ne? Ja, 2x2. Ah, die machen wir fertig. Das ist gut. Oha, jetzt ist er verwirrt. Aber nicht so schlimm, wir haben noch andere. Sie heilt sich immer wieder hoch, oder wie? Oha, jetzt ist er tot. Okay, wir nehmen ihn. Zerstampf sie. Zerdrücke sie. Mach sie zum Erdboden gleich. Zwar wenig Schaden, aber... Gut, dass ich die fast alle hochgelevelt habe. Blitz. Seltenheit. Ah, sie ist gleich fertig. Ja, sie ist jetzt fertig. Bam. Besiegt. Oh, hätte ich noch... Verdammte Axt. Hätte ich noch... Hätte ich sie einfangen können? Sie ist nämlich legendär. Ach ne, da stand da nichts mit Nexotrap, ne? Du Idiot! Hä? Ich hab sie doch besiegt. Was ist los mit dir? Hätte ich sie... Da muss ich mal gucken. Hey, was läuft hier? Ja, das sieht man auch. Donner und Blitz. Oha. Ich muss mal nachher die Folge nochmal anschauen. Schauen, ob sie einfangbar war oder nicht. Hätte ich die legendäre einfangen können? Oder nicht? Hey, mach auf! Ich hab sie doch besiegt. Ellie, nimm mich sicher auseinander. Ich habe eine Idee. Und was? Der nächste Lord ist hier. Oha. Willkommen zurück. Ja, du bist immer noch in der Welt der Lebenden. Wir sind gerettet. Außer Khan hat uns von Nadine gerettet. Nein, ich war das. Khan hat einen Kettenzauber benutzt. Wir sind an einem sicheren Ort für den Moment. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich Ventra gesehen haben. Sie wurde vor Jahrtausenden von Ulsa zerstört. Herr Khan zu!
Khan hat nicht alle Antworten. Eure Welt in schrecklicher Gefahr. Vermächtnis von Ulsa in großer Gefahr. Du musst mit dem Meistern der Meister reden. Du musst mit Ulsa selbst reden. Wie lange hast du im Dschungel festgesteckt? Der Kerl ist nicht mehr in der Nähe. Sprich mit dem Geist von Meister Ulsa. Aufseher über diesen Ort spiritueller Meister. Sie früheren Lehrling von Khan. Gut, warum beschwörst du Ulsa Geister nicht? Khan hat die ganze spirituelle Kraft für etwas anderes verwahrt. Geschenk für euch. Ein Geschenk? Was ist es? Folge Khan. Aha. Da bin ich auch mal gespannt. Altes Kettennetzwerk. Wieder offen. Benutze Teleport, Totems überall auf der Welt. Teleportiere dich zu Orten, die du bereits besucht hast. Wow, das ist sehr nützlich. Besonders wenn du ein Nexomon fangen willst, der es nur in einer bestimmten Region gibt. Khan muss zurück zum versteckten Dorf. Khan muss es von Nexolot beschützen. Was wirst du tun, Dena? Macht es euch was aus, wenn ich noch etwas länger bei euch bleibe? Ich möchte Meister Ulsa auch treffen. Alles klar, dann ist es abgemacht. Wir müssen den übersinnlichen Aufseher von diesem Ort finden, um Ulsas Geist heraufzubeschwören und seine Hilfe zu erhalten. Hey, was ist mit deiner Freundin Ellie und mit Dr. Margo? Khans Lehrling kann uns auch helfen, Freunde zu finden. Dann lass uns loslegen. Oha, oha. Okay. Du kannst jetzt die Teleport-Totems benutzen. Und wo sind wir überhaupt hier? Gibt's eine Karte? Nein, es gibt immer noch keine Karte. Ah, oh, wie gemein. Skates, Repair-Spray. Okay, dann würde ich mal sagen, wir speichern hier wieder ab. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen mehr auf meinem Kanal zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst und wir sehen uns dann morgen wieder ab 8 Uhr auf meinem Kanal, also morgens ab 8 Uhr, frühs auf meinem Kanal veröffentliche das Video und sag ich mal, ciao mit V. Und abonnieren, aktivieren, Glocke und Like da lassen, wäre super toll von euch, tolle Unterstützung. Dann sage ich mal, ciao mit V. Tschüss.